Hey Leute, willkommen zurück zu Westeros Total War und Part 20. Und bevor ich schon wieder vergesse, sage ich es jetzt gleich am Anfang vom Video. Vielen, vielen Dank für 4.500 Abonnenten. Mittlerweile sind sogar schon 4.546 Abonnenten. Stand heute ist Dienstag, da Handy gucken, 17. November um 14:38 und 34 Sekunden. Ja. So, ja, vielen Dank dafür. Ich habe es irgendwie immer total vergessen, mal zu erwähnen, aber wirklich vielen, vielen, vielen Dank. Und ja, es freut mich an dieser Stelle, muss ich sagen, immer noch, dass ja nach einem Tag ungefähr ein bisschen über 100 Leute noch hier zuschauen und nach 2 Tagen fast 200 Leute. Das finde ich wirklich sehr toll, das freut mich sehr. Und ich hoffe, dass ich euch noch weiterhin gut unterhalten kann. So, ja, wir haben letztes Mal hier Rotdünen angefangen zu belagern, dass dann wohl bald hier eine Schlacht geben wird. Hier mit der Armee müssen wir mal schauen, ob wir vielleicht da hochgehen und irgendwie angreifen oder was wir damit machen könnten. Wie weit kommen die denn hier? Die kommen bis dahin, das ist ganz uncool. Deswegen setzen wir hier mal diese Truppen auf die Brücke. Jetzt können sie hier nicht mehr lang und können dann nicht uns hier auch noch mit angreifen, weil das wäre wahrscheinlich recht eklig gewesen. So, schauen wir mal, wie sich das hier weiterentwickelt. Ja, wir sind heftig fett im Minus, ja? Also minus 10.208 momentan in Runde 70. Ist nicht so cool, muss ich sagen. Ja, die können sich ruhig ein bisschen beeilen, habe ich auch kein Problem mit. Was passiert hier? Ah, okay, sie greifen an. Hallo. Naja, die kriegt man hin, da bin ich mir ziemlich sicher. Oprin Martell! Ah, so einer. Ah, das ist schon mal ein richtiger hier, ha? Der Oberyn. Ich glaube, der darf jetzt auch sterben. So, schauen wir mal. Ich denke, die Armee kriegt man hin. Das sind ja Speerträger, Speerwerfer des Südens, Stornische Stammeskrieger, Speermiliz. Ja, pü, 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 pü. Da wird die Leibwache das Stärkste sein von denen. Das greifen wir gerade mal an. In einem Ruckzuck hier Gefecht. Erobern wir das, erobern wir Rotdünen, töten Oprin. Und schauen mal, was hier so weiter dann noch in diesem Part geht. Ich bin mir sicher, dass die Schlacht jetzt nicht ganz so ewig lange brauchen wird. Ja, von dem her mal schauen. Ach so, da fällt mir ein. Wir haben ja im letzten Part, Moment, jetzt machen wir hier mal geschwind den hier. Im letzten Part auch über diesen, war es im letzten Part? Ja, glaub schon. Oder nee, im vorletzten war es doch schon. Über den Anschlag in Paris geredet. Und ich würde einfach mal vorschlagen, dass wir das heute so ein bisschen noch fortsetzen können. Ja, es gibt ja jetzt neue Dinge, hat man jetzt erfahren. Ja. Die meisten sind tot, einer ist noch auf der Flucht. Überall werden Razzien vorgenommen, in Deutschland, in Frankreich, vor allem in Frankreich und in Belgien. In Deutschland hat man jetzt auch schon wieder welche festgenommen, gerade eben erst. Ist gut so, ja, in der Nähe von Aachen. Mal abwarten, was sich daraus entwickelt und wer das ist und wie auch immer. Also ich finde es ja sehr wichtig. Des Weiteren hat ja heute Frankreich den EU-Bündnisfall gefordert praktisch, ja. Ist jetzt nicht so wie der NATO-Bündnisfall, aber ja, es sagt schon mal auch ein bisschen was aus. Das muss man schon sagen. Und auch Deutschland hat da Hilfe und also militärische Unterstützung versprochen. Mal schauen, inwieweit diese militärische Unterstützung gehen wird. Naja, NATO-Bündnisfall ist wahrscheinlich gut, dass es den nicht gibt. Trotzdem bin ich der Meinung, dass wir Deutschen uns im Kampf auch beteiligen können. Ja. Weil ich weiß nicht, glauben die ernsthaft, nur weil wir nicht wirklich angreifen, gibt es bei uns keinen Anschlag. Wir hatten schon so oft Glück. Ja. Und vielleicht können sie sich jetzt noch raushalten, aber falls irgendwann mal wirklich auch bei uns was geben sollte, können sie sich fast nicht mehr raushalten. Ja. Also, das ist dann einfach so. Und auch, ich habe gerade eben, okay, die Umfrage ist nicht wirklich repräsentativ, aber ich habe es halt trotzdem gesehen. Bei NTV 72% sind für militärische Unterstützung, ja. Also von den Leuten, die da halt eben angerufen haben oder eine SMS geschickt haben oder keinen Plan, was man da macht. Ja. Aber trotzdem,
Schon mal eine ganz schöne Zahl, würde ich sagen. Und mal abwarten, wie das weiter sich entwickelt. Ja, das entwickelt sich ja ganz schlecht gerade. Hätten auch einen Meter weiter links reinreiten, rechts weiter reinreiten können. Wäre schön gewesen, gell? Das ist auch uncool, wenn man mir meine Zweihänder angreift. Jetzt warten wir mal ab. Ich müsste eigentlich, ich bin so blöd, ich wollte eigentlich mal eine andere Taktik, die mir der Bayman auch reingeschrieben hat, hier mal ausprobieren, weil die kam ich, glaube ich, noch gar nicht dazu, glaube ich, so wirklich zumindest nicht, ne? Nur die eine Schlacht da, aber war jetzt ja auch nicht so der Oberhammer. So. Naja, war Kavallerie in den Rücken, gefällt den Gegnern auch immer sehr gut. Schauen wir mal, hier eine Einheit hin. Da oben sind Bogenschützen, richtig? Ja, dann schicken wir die mal da hoch. Kavallerie, Marsch. Und Angriff auf die dornischen Stammeskrieger und die Speerträger hier. Ich würde sagen, wenn die ihre Lanzen senken. Oder auch nicht, brauchen sie anscheinend gar nicht. Haben die überhaupt Lanzen? Andere Frage. Scheint nicht. Ach, kann sein, dass deswegen der Ansturm von denen auch nicht so geil ist. Ja, so 66 von Renlys Leibwache hier gehen schon heftig ab. Ja, die haben anscheinend wirklich keine Lanzen. Ist interessant. Aber mit Lanzen ist halt der Ansturm um einiges besser. Aber die sind halt trotzdem gut, die Truppen. Aber ist die Frage, ob wir die uns dann nochmal holen, weil ich hätte es ja eigentlich schon gerne lieber Einheit mit Lanzen, muss ich sagen. Da ist der Ansturm halt nochmal um einiges tödlicher. Wahrscheinlich sind die halt echt gut gegen feindliche Kavallerie hier. Zu Baratheon Ritter. Frage ist, ob das so unbedingt uns immer hilft, weil, ja, gegen feindliche Kavallerie kämpfen wir zwar schon auch, ja, aber ja nicht so übertrieben oft. Ach, dadurch, dass man ja hier keine Flaggen hat, gell, ist das teilweise richtig verwirrend. Da ist die Leibwache. Ne, doch nicht. Wo ist die Leibwache? Okay, das Problem da hinten hat sich jetzt erledigt. So, die flüchten jetzt auch alle. Wunderbar, dann können wir uns ja hier niedermachen. Ach, Oberyn Martell ist eine Infanterieeinheit. Das sind die Speerträger hier. Ach so, das ist ja süß. Das sieht man sogar. Den putzigen. Ja, dann brauchen wir da mal unbedingt eine guten Konter gegen, nämlich unsere, oder was heißt Konter, eine gute Einheit gegen. Und zwar unser netter Renly. Ja, Bogenschützen reichen eigentlich auch dagegen, aber bisschen Leibwache hier, die darf auch mal was tun. Besser gesagt, nee, ihr zieht euch zurück. Die Speerträger sind nämlich anscheinend echt richtig stark. Oh, die sind echt richtig stark. Der backt da immer noch rum. Ich habe gerade gedacht, wenn das Renly wäre, das wäre echt eklig. Aber Renly ist da. Sieht's aus? Bogenschützen kommen. Das können wir hier entgegenschicken, irgendwas Nettes, genau. Nehmen wir ein paar Beehänder. Die helfen da sicherlich. Glaube, die können das Problem hier gut lösen. Ja. Da hinten kommen sie schon. Mal abwarten. Ja, bis die dann eintreffen hier gleich, gibt es auf jeden Fall noch einige Verluste in den Reihen hier. Vor allem, die werden hier gerade wirklich sehr dezimiert. Die sind alle schon angefragt hier. Deswegen
Eigentlich können wir sie auch weiter abschießen, fällt mir gerade so ein. Verlustärmer. Waren es nur noch 20? Oh, töten gerade unsere eigenen Leute auch hier. Bogenschützen treffen irgendwie richtig scheiße. So, aber Oberyn wollen wir uns eigentlich auch noch geben hier. Der darf jetzt hier mal schön durchreiten. So, das war Oberyn. Ich weiß, es war jetzt eigentlich total sinnlos, aber ich wollte ihn trotzdem sterben lassen. Wobei ich den eigentlich in der Serie immer ganz cool fand, muss ich sagen. Ist jetzt die Frage, müssen wir jetzt gegen die hier kämpfen oder können wir das jetzt auch beenden hier und hätten die Schlacht trotzdem gewonnen? Weiß es nicht, bin mir gerade recht unsicher, aber die haben eh keine Chance gegen unsere Kavalleristen. Ja. Okay, also die sind echt gut im Nahkampf hier. Es sei denn, es ist Oberyns Leibwache, aber steht man irgendwie auch ein bisschen. So, ja, wunderbar. Nächste Stadt gehört uns und wir haben wieder eine fette Armee von den Gegnern vernichtet mit nur 149 Verlusten. Ich glaube, das ist eigentlich ganz gut. So. Warten wir mal ab, was sich jetzt hier entwickelt draus. Würde sagen, pressen wir es aus. Ja, kann man schon machen. Ja, Grünstein haben wir auch erobert. Das wollen wir aber nur normal besetzen. Ist ja eigentlich unsere Stadt, gell? Lommes Trant und Ravella Catherine kann man verheiraten. Ja, nee, sorry. Warum kommt eigentlich die Nachwache immer dann, wenn es wirklich richtig scheiße finanziell aussieht? Ich verstehe das nicht. Die kommen immer im richtigen blöden Momenten. Haben wir eigentlich irgendwo eine Einheit, die wir hier kurz entbehren könnten? Die hier zum Beispiel. So, ist jetzt die Frage, wie gehen wir weiter vor? Ich würde sagen, die können hier gerne stehen bleiben. Hier muss man mal ein bisschen was in der Stadt kurz drinnen lassen. Die Frage ist, was lassen wir drin? Wir lassen die 81 Mann hier drin, würde ich sagen. Und schickt die weiter zur Salzküste. Die Stadt können wir dann eigentlich auch angreifen. Ja, klar, können wir machen. Wobei, das sind halt schon recht viele hier. Wisst ihr was? Ich glaube, wir machen das so, wir greifen jetzt diese Armee hier an noch und dann schicken wir die beiden Armeen hier, greifen da an, schicken dann eine nach Göttergnad und die andere nach zur Salzküste am besten. Und dann passt es. Genau, greifen wir hier mal schön an. Greifen schön an, greifen schön an. So, jetzt machen wir einen kurzen Zwischenspeicher hier. So, und schauen mal, ob wir die Armee auch hinbekommen, aber ich denke schon. Und dann sehen wir gleich weiter, wie wir es weiter aufbauen hier mit den beiden Armeen. So, jetzt haben wir hier ja diese Truppen hier ganz viele Speerträger, das finde ich echt gut. So, dann nehmen wir den Rest hier vom Schützenfest. Hier hinten, so. Ah ja, genau, eine Einheit Paratheon-Ritter haben wir ja auch in dieser Armee hier. Das ist auch wunderschön. So. Ja, aber ich bin echt weiterhin irgendwie, habe ich vorhin das Thema komplett verloren. Ja? Thema, Paris und so weiter. Ich bin echt gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Immer noch, ja, das war ich auch schon am Samstag, aber immer noch bin ich gespannt, wie es sich entwickelt. Aber es gibt eine Personengruppe, die ich in letzter Zeit gar nicht leiden kann. Die sagen, ja, aber warum trauert man denn nicht so wegen Beirut oder was weiß ich was? Aber da habe ich vorhin einen ganz interessanten Artikel auch gelesen und gestern habe ich auch einen gelesen, der wirklich, wirklich sehr interessant zu diesem Thema ist. Es geht eigentlich nur darum, dass die Leute es nicht so wirklich interessiert. Das in Beirut hat die Leute nicht interessiert. Deswegen war das auch nicht so das große Ding, gell? Und auch nicht die große Nachricht sozusagen überall. Aber das mit Frankreich interessiert die Leute halt irgendwie auch, gell? Und es hat nichts damit zu, oder es hat eben auch damit was zu tun, dass es eben bei uns hier ist, gell? Und das hört sich böse an, ja, aber selbst die Leute, die jetzt sagen, aber das in Beirut war doch auch schlimm und was weiß ich was, warum macht man hier nicht Pray for Beirut oder was weiß ich was, ja?
Ja, die haben aber damals sich wahrscheinlich, das ist ja vor allem in sozialen Netzwerken, Facebook und so, ganz schlimm in letzter Zeit. Aber auch die Leute, die haben doch damals nicht einen Kommentar reingeschrieben in Facebook von wegen, ach, hier Leute in Beirut oder so, die haben sich damals, so leid es mir tut, genauso einen Scheiß für interessiert. Gell? Ich persönlich, ja, muss sagen, ich habe auch nur gelesen, Anschlag in Beirut. Ja, gut. Das war aber für mich irgendwie. Ja, man hat halt irgendwie gelesen und das war's dann, ja. Aber ich glaube, das ist auch, haben sie in dem Artikel geschrieben, auch in der arabischen Welt ein Problem. Selbst da gibt es ja nicht wegen Libanon oder so, jetzt so ein ganz große Meldungen oder was weiß ich was, sondern die sind es in Anführungszeichen, und es hört sich wiederum hart an, schon fast gewohnt, gell, dass da immer mal wieder was passiert. Und deswegen, das ist alles immer ganz wirklich, wirklich, wirklich schlimm. Ja, egal, ob das jetzt wohl im Libanon ist oder bei uns ist oder in Syrien, der Bürgerkrieg und so, das ist alles schlimm. Ja, das stimmt ja vollkommen. Die Leute haben ja recht, aber sie haben sich damals für dieses Teil im Libanon genauso wenig interessiert. Ja, haben sich genauso wenig interessiert dafür wie alle anderen. Und das macht es meiner Meinung nach immer echt schwierig, weil so Leute, weiß nicht, ich mag sowas nicht, das ist ein bisschen scheinheilig. Hoffe, ihr versteht, was ich meine, gell? Ja. Und ich finde, in so Zeiten, wenn sowas ist wie jetzt da mit Frankreich und so, also mit Paris, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als Scheinheilige dann, ja. Das ist ganz schlimm. Also, ich weiß nicht. Das ist so eine Sache. Wenn ich überlegen müsste, was regt mich so am meisten auf, dann ist es momentan, was in der Diskussion angeht, sind es wirklich so Leute, die dann da sagen, oh ja, aber wo war das und das, als das in diese Trauer und weiß Gott was, als das damals, als das in Paris war, im Libanon war, in Beirut und so, dann muss ich mir halt echt überlegen, so Leute, euch hat es doch damals auch nicht interessiert. Also wie gesagt, das ist so ein bisschen meine Meinung zu dem Thema. Das war ein nice Angriff hier. Ne? Nice Charge. Das hier auch. Aber drei Leute sind gestorben von unseren Baratheon-Rittern, echt. Ich finde es aber ein bisschen heftig, da spielen wir ein Strategiespiel, gell? Wo Leute sterben wie blöd. Und reden über so Themen, aber na gut, besser als wenn wir über Battlefield spielen würden oder so, da wäre es irgendwie noch ein bisschen, ja, schwieriger, würde ich mal sagen. So. Haben wir die da eigentlich noch zurückgezogen bekommen? Ja, auch nicht so wirklich. Greifen wir mal an. Greifen damit auch mal hier noch an. So. Ja, also wie gesagt, ich versuche ich auch immer ein bisschen auf dem Laufenden zu halten hier, gell? Ah ja, ein Thema ist vielleicht noch ganz wichtig, auch noch zu dem Ding. Es gibt ja viele, die sagen, ja, wir müssen jetzt aufhören, Flüchtlinge aufzunehmen und so. Und ich sage, nein, müssen wir nicht. Ja, wir müssen weiterhin Flüchtlinge aufnehmen, soweit wir können. Ja, ob wir das also wirtschaftlich packen, Deutschland das auf jeden Fall. Gesellschaftlich habe ich ja schon mal in einem Video gesagt, bin ich mir da nicht ganz so sicher, ob wir das gesellschaftlich alle integrieren können. Aber mal abgesehen von dem Aspekt, ja, die Flüchtlinge sind nicht alle Terroristen. Ja, selbst da sind wahrscheinlich ja von 10.000 Terroristen, was, von 10.000, ja, das freudsche Versprecher, gell? Nee, von 10.000 Flüchtlingen sind vielleicht zwei Terroristen dabei oder so, ja. Und das ist halt meiner Meinung nach schon übel dann zu behaupten, das wären alles Terroristen, gell? Und das dürfen wir nicht machen, den Fehler dürfen wir wirklich nicht machen und müssen uns da auch ganz klar dagegen stellen, gegen solche Aussagen, weil das stimmt einfach nicht. Aber eins muss ich trotzdem sagen, man muss wieder kontrolliert die Leute aufnehmen. Nicht einfach, ja, kann kommen, wer will, ja, so ungefähr, sondern man muss es wieder kontrolliert machen. Das vermisse ich in letzter Zeit schon ein wenig. Ja. Also das gibt es ja gar nicht. Und ich finde gerade auch als Reaktion darauf ist das eins der mindestens Sachen, die man tun sollte, wieder
wieder schauen, wer da überhaupt kommt. Also das finde ich, kann man auch irgendwie, ja, ohne dass man sagt, alle Flüchtlinge wären Terroristen, ja, kann man das trotzdem irgendwie sagen, dass man sowas sich überlegt und anschaut, wer da überhaupt mal kommt. Ich glaube, das ist wichtig. Und dann kann man ja, selbst wenn die Leute in Griechenland ankommen, ja, dann kann man sie ja trotzdem noch nach Deutschland einen Teil davon holen oder woanders hin. Aber man muss halt erstmal davor die registriert haben und nicht so wie jetzt, dann werden sie vielleicht in Griechenland registriert oder auch nicht und kommen dann trotzdem weiter nach Deutschland und hier werden sie dann auch erstmal nicht registriert oder doch oder was weiß ich, keine Ahnung, weiß ja niemand so recht. Ja, und das ist halt einfach heftig. Und so wie weit man momentan weiß, ist einer dieser Terroristen auch als Flüchtling getarnt zu uns gekommen. So rum muss man sagen. Nicht Flüchtling, sondern er war getarnt unter den Flüchtlingen, was meiner Meinung nach schon auch nochmal ein Unterschied ist, gell? Also, ja, also wenn man natürlich sagt, hier, das war ein Flüchtling, das stimmt nicht, gell? Das war einer, der sich darunter getarnt hat. Und deswegen bin ich der Meinung, müsste man schon wieder gucken, wer denn da zu uns kommt und wer nicht, gell? Und das denke ich, kann man schon machen. Und das hat ja auch nichts mehr gegen, das hat ja nichts damit zu tun, dass man denkt, alle Flüchtlinge wären Terroristen oder sowas. Ganz im Gegenteil, sondern man möchte einfach nur wieder wissen und registriert, ja, wer denn da überhaupt kommt. Und das am besten gleich an den EU-Außengrenzen. Und deswegen sollte man die sehr offene Grenzepolitik wirklich beenden, meiner Meinung nach. Ja, hoffentlich schauen das jetzt nicht viele links geprägte Leute an, weil sonst habe ich ein Problem. Ja. Aber nee, ich bin einfach der Meinung, man muss einfach mal realistisch sein. Ja. Und was mir übrigens auch aufgefallen ist im Zuge des Ganzen, irgendwie sind die, wow, paar Statement, plus 4 Grausamkeit, irgendwie sind unsere Linken wirklich links. Gell? Also ich würde mal behaupten, dass die Linken in Deutschland oder sowas, das, was die jetzt gemacht haben hier, die Franzosen, die Sozialisten, dass die das, naja, okay, die sind eh auch eher ein bisschen in Richtung SPD, aber trotzdem, die würden niemals so Vergeltungsflüge fliegen, wahrscheinlich, gell? Also, das finde ich schon auch, ja, interessant, wie auch immer man das jetzt interpretieren möchte, gell? Aber halt so, ja, schon spannend alles. Schauen wir mal, was wir hier so kurz ein bisschen mal austauschen können, damit wir hier wieder volle Einheiten kriegen oder sowas. Schicken wir die mal kurz rüber. Die waren hier drin, gell? So, lassen wir die mal hier. Der Armee. Die schicken wir mal kurz da rein. Hier drin können wir mal kurz das hier reinschicken. So, die können wir dann da reinpacken. Ja, das passt schon. Was soll das? Mir ist das eigentlich recht egal, in welcher Armee jetzt wie, was, wo organisiert ist, so ein bisschen. Mir ist das eigentlich echt wurscht. Schicken wir die jetzt darüber und die schicken wir auch hier rüber. Das sind trotzdem beide schlagkräftige Armeen. Bei einer Einheit Bogenschützen bräuchte man das hier drin. Ja, wobei. Auch nicht unbedingt, oder? Vielleicht schicken wir doch mal noch so eine Einheit Speerträger darüber, weil wir haben hier recht viele Speerträger und da eigentlich nur diese eine Einheit, die hier, die fast halb tot ist. Machen wir das gerade mal so. So, und können dann mal gerade an der Stelle nochmal die Runde beenden und dann nächste Runde auch hier mit den Truppen zum gebrochenen Arm aufbrechen. So, und dann sind wir eigentlich auch schon wieder recht weit im Part fortgeschritten von der Zeit. Und der Part muss auch unbedingt um 16 Uhr raus, deswegen muss ich mich ein bisschen beeilen. Ist nämlich schon 15 Uhr. Nee. So. Ja, dunkle Bruderschaft, schön, dunkle Bruderschaft, was sage ich, Bruderschaft ohne Banner. Wunderbar, schön, dass er meint, meinen Hafen belagern zu müssen da drüben, das ist mir eigentlich aber recht egal. So, euch schicken wir mal da rein in die Stadt, der Rest von euch darf da raus. Und dann schicken wir euch zum gebrochenen Arm. Da ist jetzt eine feindliche Flotte, aber nur aus einem Schiff bestehend. Das ist jetzt doof. Weil die da nicht mehr hinkommen in der Runde.
Das ist echt doof. Also ich wollte eigentlich, habe ich gehofft, dass wir da in der Runde noch hinkommen. Da hätten wir belagern können und nächste Runde angreifen. Da ist nur eine Schwertmilizeinheit drin. Das werden sie ja hoffentlich schaffen, diese Fullstack hier. Hätte man nämlich schon nächste Runde hier rüber können. Eigentlich, wahrscheinlich, ja. Das wäre schon cool gewesen, glaube ich. Eins. Ist doch jetzt so ein Trick, gell, dass die nicht mehr abhauen können. Da müssen wir jetzt hier eine Einheit hinstellen, da eine, die hinstellen und da. Also, das ist böse, das ist ein bisschen Bug-Using. Naja, Frage ist, ob das überhaupt Bug-Using ist. Bin mir da nicht so sicher, aber wir haben es jetzt auf jeden Fall nicht gemacht. Ist jetzt eh zu spät, können wir nämlich nichts mehr bewegen. Können wir nächste Runde hier mit dem Renly den Aaron Martell angreifen. Im nächsten Part, nicht nächste Runde, nächster Part meine ich natürlich. Der hat schon eine fette Armee, vor allem die ganzen Söldner, die sind halt echt eklig, gell? Heckenritter sind stark wie Scheiße. Geschworene Söldnerreiter sind auch nicht schlecht. Sperrgardisten, ja gut, okay. Freie Langbogenschützen sind gut, Freischärler sind gut, die sind scheiße, 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 scheiße. Gut, gut. Ja, ganz gut. Richtiger Dreck. Sperrträger, ja gut, Schwertmiliz, scheiße. Ja, gut. Ist eigentlich eine ganz gute Armee eigentlich. Aber ich denke, wir kriegen das hin. Wir haben ja auch eine Überzahl mit den Armee, mit der Truppe hier und mit denen in der Stadt auch noch dazu. Ich denke, das kriegt man auf jeden Fall hin. Ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, meine Ausführungen zum Thema Paris und so weiter haben euch wieder gefallen. Und ja, wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal, beim nächsten Part. Morgen, gewohnte Uhrzeit, 16 Uhr. Bis dann. Vielen Dank. Ciao, Leute.